Willkommen zum dritten und letzten Teil meiner kleinen Videoserie rund um das Thema 7.1 Ressourcen im Rahmen der ISO 9001. Wenn du die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hast, dann hol das jetzt nach. Das ist total sinnvoll, weil die aufeinander aufbauen. Genau. So, bleib bis zum Ende dran. Das bleibt immer noch spannend. Es geht nämlich um das Thema messtechnische Rückführbarkeit bzw. Wissen der Organisation. Bis gleich. Okay, das Kapitel 7.1.5.2, also das ist ja auch eine Sache, sage ich mal, die immer wieder für Fragezeichen aufwirft. Na, man hat die Möglichkeit, im Prinzip im Inhaltsverzeichnis dieses Kapitel einzusehen, die Benamsung, ja, messtechnische Rückführbarkeit. Ja. Was steht in dem Kapitel drin und was ist damit gemeint eigentlich? Also wir haben ja im vorhergehenden Kapitel über das Thema Kalibrierung und Messmittel etc. geredet und jetzt geht es direkt weiter. Wenn die messtechnische Rückführbarkeit eine Anforderung darstellt oder von der Organisation als wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Vertrauen in die Gültigkeit der Messergebnisse angesehen wird, muss das Messmittel in bestimmten Abständen oder vor der Anwendung gegen normale kalibriert, verifiziert oder beides werden, die auf internationale oder nationale Normen rückgeführt sind. Wenn es solche normale nicht gibt, muss die Grundlage für die Kalibrierung oder Verifizierung als dokumentierte Information aufbewahrt werden. So, es ist jetzt ein totaler Totschläger eigentlich, ne? Also, wenn dir die Norm vorliegt, ich gehe davon aus, dass dir die Norm vorliegt, dann wirst du dich fragen, hä, das ist ja mal ein extrem verwinkelter Satz, was steht denn eigentlich drin? Ja, das, was da thematisiert ist, ist nichts anderes als, ich sage es jetzt sehr plump, ja, lass deine Messmittel kalibrieren. Punkt. Ja. Und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man diese Sache ins Feld rollen kann. Ich sage mal, die geschickteste, ja, womit man keinen Ärger kriegt, ja, womit man einfach eine gewisse Grundsicherheit auch hat, ist, sich ein Messmittel, egal was für ein Messmittel das ist, ja, einfach extern durch ein akkreditiertes Labor oder wenn du eine eigene Akkreditierung hast in dem Bereich, ja, durch ein akkreditiertes Labor entsprechend kalibrieren zu lassen. Ja. Und diese Kalibrierung bzw. die Akkreditierung von dem entsprechenden Labor soll auch auf deine Messmittel entsprechend ja, anwendbar sein. Das heißt, nicht jedes Unternehmen, nicht jede Akkreditierung deckt auch jedes Messmittel ab. Es kommt natürlich darauf an, was für Messmittel du in deinem Unternehmen hast. Du solltest natürlich eine Übersicht der Messmittel ins Feld rollen und dann einfach mal bei den Herstellern nachfragen. Beispielsweise, viele machen das ja auch. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, was ich mir gerne immer wieder anschaue oder zeigen lasse, wie das geregelt ist. Beispielsweise, es gibt ja diese DGUV-Vorschrift 3, ja, die elektrischen Prüfungen, UVV-Messungen sagen einige dazu, ja, BGVA 3 hieß es früher, ne, dass diese regelmäßige Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten. So. Jetzt geht es ja nicht um Messmittel in dem Bereich, sage ich mal, im ersten Anlauf, ja, mehr so hintenrum. Ne, und zwar diese Prüfung, ja, diese DGUV-Vorschrift 3-Prüfung wird ja mit einem Messgerät durchgeführt, ja, zum Beispiel ein Seku-Test, ja, N2 Plus oder wie die auch immer heißen mögen. Es gibt ja unterschiedliche Anbieter, aber dieses Messgerät soll ja auch entsprechend kalibriert sein, ja, weil ja die Messwerte, die da das Gerät ausspuckt, auch der Wahrheit entsprechen sollen. Ne? Und das ist so eine Konstellation, da sind auch gesetzliche Anforderungen im Feld. Ja? Da macht es natürlich Sinn, dass man sicherstellt, dass so eine Kalibrierung stattfindet, beispielsweise. Ne? Und da ist es häufig so, dass man dann zum Beispiel den Hersteller hat, der diese Geräte kalibrieren darf, auch entsprechend. Und auch eine Akkreditierung besitzt in dem Bereich. Ne? Aber wenn man dann externe Labors ins Feld zieht, dann muss man das natürlich überprüfen, zusätzlich noch überprüfen, ne, ob tatsächlich diese Akkreditierung auch für diese Messgeräte gültig ist. Ne? So, messtechnische Rückführbarkeit ist hier mit so einer Fußnote, einer nationalen Fußnote versehen in der Norm. Ja, in der Messtechnik hat sich die Definition nach dem Internationalen Wörterbuch der Metrologie für die Benennung messtechnische Rückführbarkeit durchgesetzt. Äquivalent nach dem VIM ist auch der Begriff metrologische Rückführbarkeit. Ja, also
eher so ein bisschen theoretisch das Ganze angehaucht, sage ich mal. Also ist ganz nett gemeint, aber sagt im Prinzip nichts anderes als, wenn es notwendig ist, dann lass deine Messgeräte kalibrieren. Und in aller Regel ist das dann auch so, dass du, wenn du sagst, du hast jetzt nur ein einziges Messgerät, und das hat nicht wirklich was mit deinem Endprodukt zu tun oder sowas, na, dann kann man drüber streiten. Aber wenn du mehrere Messgeräte hast, dann macht es natürlich Sinn, diese auch kalibrieren zu lassen. Punkt, Ende. Du musst auch dokumentierte Informationen für den Fall der Fälle entsprechend abliefern. Ja. Viele, viele Streitgespräche schon in dem Bereich gehabt. Aber naja, auf jeden Fall im Unterpunkt hier wird nochmal in der Norm darauf verwiesen, dass dieses Messmittel, was entsprechend hier kalibriert worden ist, auch gekennzeichnet werden muss, um deren Status bestimmen zu können. Also das heißt, kalibriert Kleber drauf oder kalibriert bis oder zuletzt kalibriert am. Je nachdem ist, ich habe unterschiedliche Varianten gesehen, auch da gibt es immer wieder Streitgespräche, was wirklich zulässig ist. Ich sage immer, okay, wenn es nachvollziehbar ist, ja, ob jetzt ein Gerät X mit einer Inventarnummer entsprechend kalibriert worden ist, anhand eines Protokolls, anhand einer Akkreditierungsurkunde auch entsprechend auffindbar ist und wo dann entsprechend diese Zuordnung stattfinden kann, ist es eigentlich wurscht, was auf dem Wepper draufsteht, ob das Kalibrierdatum oder gültig bis oder das nächste Datum etc. Ne? So, Voreinstellungsänderung, Beschädigung oder Verschlechterung, was den Kalibrierstatus demzufolge die Messergebnisse ungültig machen will, geschützt sein ja, muss. Also das heißt, kalibrierte Messmittel dürfen nicht einfach so rumfahren, sondern müssen in irgendeiner Form auch geschützt werden. Ja? Die Organisation muss bestimmen, ob die Gültigkeit früherer Messergebnisse beeinträchtigt wurde, wenn festgestellt wird, dass das Messmittel für seinen vorgesehenen Einsatz ungeeignet ist, woraufhin die Organisation soweit erforderlich geeignete Maßnahmen einleiten muss. Das heißt, du bist dazu aufgefordert, falls du jetzt feststellst, ein Messmittel, hoppla, das ist ja schon kaputt, ja? Dann ist ja die Frage, ob oder wann es kaputt gegangen ist, seit wann es nicht mehr funktioniert, seit wann es falsche Messwerte liefert. Und dann musst du halt eine gewisse Analyse ausrollen, ja, und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass vielleicht irgendwelche Produkte betroffen sind oder irgendwelche Problematiken infolge falscher Messwerte stattfinden. Ja, das ist das, was die Norm von dir verlangt. Ja, ein ganz interessantes und auch, ja, ich sag mal, explosives Kapitel, aber unterm Strich, ja, also wenn du Messmittel hast, lass sie kalibrieren, Punkt. Ja, lass sie von einem akkreditierten Labor kalibrieren, Punkt. Schau danach, dass auch klar ist, wann die kalibriert werden müssen, ob die kalibriert sind, dass irgendwelche Kleber drauf sind, ne? Punkt. Und schütze deine Messmittel vor irgendwelchen Verunreinigungen oder dass sie kaputt gehen, Punkt. Ja. Und falls du feststellst, dass irgendwas schiefgelaufen ist, dann mach dir Gedanken darüber, inwieweit jetzt deine bisherigen Ergebnisprodukte davon beeinflusst werden und treffe Maßnahmen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das war es eigentlich. So, jetzt das letzte Kapitel. Ich hoffe, die Zeit reicht. Wissen der Organisation, neu dazugekommen im Rahmen der Neurevision. Du als Organisation musst das Wissen bestimmen, das benötigt wird, um deine Prozesse durchzuführen und um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen zu erreichen. Ja, ein standardformulierter Satz, sage ich mal, taucht immer wieder so in einer Art und Weise immer wieder auf. Ne? Das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, was muss ich eigentlich wissen? Punkt. Ja? Und gerade heutzutage ist es ja wir haben ja einen Wandel der Zeit. Ne? Die Rentner werden immer mehr, sage ich mal, oder die an die Rentengrenze kratzen, sage ich mal, von den Mitarbeitern, die sehr viel Wissen besitzen. Ne? Und das ist ein gewisser Wissensverlust, ja, der da auch stattfindet. Und das abzusichern, das ist die große Herausforderung. Die Norm, die will letztendlich von dir, dass du weißt, welches Wissen du benötigst, damit deine Prozesse rundlaufen. Ne? Dieses Wissen muss aufrechterhalten werden und in erforderlichem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, du darfst nicht zulassen, dass jetzt ein Mitarbeiter, der ein Wissensträger ist, ja, der vielleicht ja, Basis-Key-Wissen, ja, der totales hier Schlüsselwissen hat, ja, eine Schlüsselposition hat, entsprechend einfach weggeht mit seinem Wissen. Du musst danach schauen, dass dieses Wissen auch entsprechend aufrechterhalten wird und nicht verloren geht. Ja? Beim Umgang mit sich ändernden Erfordernissen und Entwicklungstendenzen muss dein Unternehmen das momentane Wissen berücksichtigen und bestimmen, auf welche Weise jegliches notwendige Zusatzwissen erforderliche Aktualisierung erlangt und darauf zugegriffen werden kann. Ja? Also das heißt, auch hier will die Norm von dir, dass du letztendlich, wenn es gewisse Tendenzen, Entwicklungen gibt, auch reagierst. Ja?
und entsprechend anpasst. So, jetzt gibt es hier ein paar Anmerkungen, die renne ich mal kurz durch. Ja, Anmerkung 1. Das Wissen der Organisation ist das Wissen, das organisationsspezifisch ist. Ja, das heißt, jede Firma hat ein anderes Wissen. Es wird im Allgemeinen durch Erfahrung erlangt. Es sind Informationen, die im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Organisation angewendet und ausgetauscht werden. Ne? Das ist so eine Art Definition, nochmal stramm zu ziehen, was eigentlich damit gemeint ist. Ne? Anmerkung 2. Das Wissen der Organisation kann auf folgendem basieren, auf internen Quellen oder auf externen Quellen. Ne? Interne Quellen, geistiges Eigentum, Wissen, Lektionen aus Fehlern, ne, so Lessons learned etc. Externe sind Normen, Hochschulen etc. Ne, also unterschiedliche Dinge. Genau, das war es eigentlich zu dem Thema Ressourcen 7.1, ganz wichtiges Kapitel. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Serie ein Stück weit weiterhelfen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, Kommentare sind willkommen. Und natürlich, wenn du sagst, hey, das war toll, ich hätte aber gerne noch Kapitel XYZ, dann schreib mir einfach einen Kommentar, ich mache mir Gedanken darüber. Insofern, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung dieses Kapitels und bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.